Namaste, hallo. Ja, viele von euch wissen ja, ich rezitiere häufig die Hanuman Chalisa. Hanuman ist eine ganz, ganz spezielle Energie hier in Indien, sehr kraftvoll. Und ihr seht ihn hier auf diesem Bild, die Statue hier von Hanuman. Ich habe noch eine andere Statue in Deutschland, die direkt in Hampi, einer Geburtsstätte von Hanuman, gesegnet wurde. Und ja, immer wenn wir dort die Hanuman Chalisa rezitieren, merkt man die Energie, wie die Schwingung kommt, die kosmische Schwingung kommt. Mantren und Yantren sind geometrische Figuren. Mantren sind Kraftworte. Man sagt, das sind die ersten Worte in der Kreation, meistens in Sanskrit, Telugu oder Tamil geschrieben, bringen gewisse Energiefrequenzen zu uns. Und am Anfang war alles eins, aber hat sich geteilt in verschiedene Schwingungsebenen und verschiedene Stufen der Energie. Und Hanuman ist eine Inkarnation von Shiva. Ich bin gebeten worden in einer E-Mail, ob ich noch mal ein bisschen mehr erklären kann über die Energie von Hanuman. Und ich möchte euch dort einen Tipp geben. Holt euch unbedingt die Ramayana. Die gibt es tatsächlich auch schon in deutscher Übersetzung. Das ist, hört sich alles ein bisschen geschwollen an, meistens so von der Sprache, weil die Sanskrit- und Telugu-Sprache eine sehr romantische Sprache ist und sehr poetische Sprache. Es gibt zum Beispiel in Telugu sehr viele verschiedene Wörter für das Wort Liebe. Ja? Also wir nur Liebe kennen, gibt es die Liebe zum Bruder, die Liebe zum Kind, die Liebe zu Gott, die Liebe zur spirituellen Wahrheit, und jedes Wort, also jede Liebe hat eine andere Beschreibung. Deswegen, wenn wir diese Texte lesen, auch die Ramayana, das ist die Geschichte von Hanuman, also von Rama, Sita, Hanuman. Und die Episode, weil Hanuman war inkarniert hier auf diesem Planeten, ist es immer noch, das ist eine etwas längere Geschichte, das zu erklären, mit seinem Körper tatsächlich noch inkarniert jetzt ist. Unsterblich. Viele Yogis wissen, dass er im Himalaya ist, und viele haben ihn schon gesehen. Es ist eine sehr hohe spirituelle Stufe, das überhaupt realisieren zu können. Und die nächste, diesen Wunsch zu haben, die spirituelle Erfahrung auch zu erhalten, Hanuman zu sehen. Und auch wenn die Übersetzungen etwas geschwollen sind und etwas komisch, weil es eben halt aus dieser poetischen Sprache kommt, lohnt es sich auf jeden Fall, das zu lesen. Ich habe relativ viel über Comics gelernt, also gerade so am Anfang, wo ich noch nicht so richtig gut Englisch konnte, wo ich nach Indien kam, habe ich einfach ganz viel über Comics gelernt. Heutzutage gibt es auch ganz viel zu schauen auf YouTube, so Hanuman-Links also auf YouTube für Kinder mit englischen Subtitle. Und früher habe ich gedacht, das wäre alles eine nette Geschichte. Ja, also Hanuman oder Shiva oder die göttliche Mutter, oder es die Götter gar nicht wirklich gab oder so. Aber das ist nicht so. Also mittlerweile habe ich den Beweis, mittlerweile habe ich in verschiedene Welten geguckt, einfach durch Gnade hatte ich gewisse spirituelle Erfahrungen, die so nicht zu beschreiben sind. Also Erkenntnis kann man nicht beschreiben, richtig, nicht wahr? Und einige Erlebnisse muss man selber haben, sonst kann man das gar nicht glauben. Aber spirituelle Energie ist ständig um uns rum. Und wenn ihr wirklich meditiert und wenn ihr wirklich spirituelle Sadhana macht, Sadhana bedeutet spirituelle Praxis, ab einem gewissen Punkt kommt die Energie wie so ein Trichter zu euch. Es ist wie so ein Trichter, der automatisch die Energie zu euch bringt. Und dann kann es sein, dass ihr auch eigene Erfahrungen macht. Auf der letzten Hanuman Chalisa hatten wir einige spirituelle Erfahrungen von den Teilnehmern, nicht von mir. Also meine waren erst ganz zum Schluss, aber die waren nicht so stark wie die der Teilnehmer. Ja, also Gott sucht sich die Menschen aus, die diese Erfahrung machen. Ich habe sie dann zu anderen Zeiten jetzt bekommen, wo ich in Indien war. Das kann man nicht auf Knopfdruck kriegen. Wenn die Sadhus und Yogis hier in Indien, die sagen das immer wieder, man kann spirituelle Erfahrungen nicht auf Knopfdruck hervorrufen. Du kannst nur die Übung machen und das loslassen, und die Gnade bringt die Erfahrung. Ja, also du kannst es zwar pushen, es gibt Prozesse, mit denen kannst du das wirklich pushen. Es gibt Mantren, wenn du die wirklich für 41 Tage machst und ganz, ganz, ganz diszipliniert. Klar, die Chance ist sehr hoch, dass du diese Erfahrung auch erhältst. Aber zum größten Teil ist es Gnade. Ja, Hanuman. Hanuman ist der Beschützer der Sadhus und der Yogis. Hanuman ist sehr große Ausnahme, weil er
nicht nur connected ist zu Vishnu, weil er ist der Beschützer von Vishnu, Rama ist eine Inkarnation von Vishnu, sondern auch connected mit Shiva. Normalerweise geht es immer nur in eine der Richtungen. Entweder die Richtung Shiva oder die Richtung Vishnu. Hier ist beides zusammen, weil Hanuman ist die Inkarnation von Shiva. Hanuman ist immer noch unsterblich im Himalaya. Er ist deswegen unsterblich, weil die göttliche Mutter ihm das Geschenk gemacht hat, das spirituelle Geschenk, für immer auf diesem Planeten zu bleiben und seine Form wechseln zu können, wann immer er möchte, in welche Form auch immer. Also klein wie ein Atom, riesig wie ein Berg, kann er nicht machen. Und wenn wir die Chalisa rezitieren, die Hanuman Chalisa, oder wenn wir Mantren rezitieren zu Hanuman oder Puja machen zu Hanuman, ja, einfach nur unser Herz öffnen zu Hanuman, auch wenn ihr nichts wisst über ihn noch nicht. Aber Hanuman ist einfach der Beschützer. Oh ja, er kann in jeder Form kommen und jede spirituelle Gottheit, jede Gottheit in den Lokas, also in den verschiedenen Astralwelten, wir nennen das in Indien Lokas, in Deutsch würden wir sagen Astralwelten oder Astral Worlds, ja, haben ihre Begleiter, haben ihr Team. Also die spirituelle Energie, die ihr spürt, ist nicht immer ganz direkt Hanuman, aber das ganze Team, was drumherum wirkt. Hanuman-Mantren sind besonders kraftvoll gegen schwarze Magie, gegen Negativität, gegen Herzbruch, gegen ja, alle Formen von Negativität. Wenn jemand im Horoskop eine sehr große, ein großes Problem mit dem Saturn hat, also wer sich von euch mit Horoskopen auskennt, der weiß das, wessen Saturn ein wenig aktiv ist gerade, der wird durch sehr holprige Zeiten gehen. Dagegen gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten zur Heilung. Nummer 1 ist Hanuman, Nummer 2 ist Parat. Parat ist ein Alchemieprodukt, ein sehr, sehr kraftvolles Kraftobjekt. Auch darüber werde ich nochmal mehr berichten in einem weiteren Video. Ja, es ist noch viel mehr zu erzählen von Hanuman. Das ist erstmal für jetzt. Und ich sage Namaste, bis bald.